So Leute, willkommen zurück zu Smash Bros. Ultimate. Beim letzten Mal haben wir hier leider ein bisschen den Kürzeren gezogen, weil wir nicht so recht wussten, wie die Uhr funktioniert. Und soll ich euch was sagen? Ich weiß es immer noch nicht. Habe ich beim letzten Mal nicht wieder einen Charakter bekommen, von dem ich dachte, ja, den spiele ich heute. Offenbar nicht. Haben wir beim letzten Mal überhaupt irgendeinen Charakter gekriegt? Haben wir nicht, ne? Wen spielen wir denn? Wir können Corrin spielen, aber ich möchte eigentlich mehr Darren spielen. Wo ist der denn? Oder haben wir den gar nicht? Plot Twist, den haben wir gar nicht. Ich gehe jetzt gerade die Reihen durch. Also entweder ich bin blind oder wir haben ihn nicht. Dann spielen wir mit Corrin. Corrin! Ich finde, der hier sieht einfach am besten aus. Ha. Ja, dann brauchen wir auch die armen Angriffe nicht mehr. Können wir wieder unseren Ultra-Schnelllader nehmen. Ich muss jetzt aber gerade mal ganz kurz hier rüber steigen. Über meinen Laptop drüber, weil der steht auf dem Boden. Weil auf meinem Tisch ist nicht genug Platz. Außerdem lenkt er mich ab. Und er nimmt ja nicht auf, wenn zugeklappt ist. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Wenn mein Laptop zugeklappt ist, dann nimmt ja mein Aufnahmeprogramm, meinen Bildschirm nicht auf, dann haben wir Standbild. Das ist uns ja schon mal passiert. Das sind ja dann zwei Parts, glaube ich, ausgefallen. Die dann halt offscreen stattgefunden haben, die ich aber durchgehend kommentiert hatte. Bloß ohne Bildmaterial. So, Handy LED. Dann kann ich auch da mal einen Timer einstellen. So. Jetzt geht's los. Jetzt geht's wirklich los. Wir hängen ja immer noch an diesem doofen Uhrenrätsel. Also, im schlimmsten Fall mache ich so mit der Brute Force Methode. Wem das nichts sagt, es ist wie es heißt: rohe Gewalt. Hä? Ist das nur so ein Sprung zur Seite oder vorne? Ach, das ist ein Angriff. Okay. Der ist klein geworden. Sind die schon immer so klein gewesen oder habe ich die irgendwie geschrumpft? Ah, die wurden geschrumpft. Wusste ich doch, dass das nicht normal ist. Ich kann auch zurückpusten. So. Problem ist, ich bin halt. Oh, das ist ein cooler Skill. Halt mit dem Skillset jetzt absolut gar nicht vertraut. Aber das da ist wohl so ein Kontersprung. Und das da ist halt ein kompletter Konterangriff. Gerade aufheben. Ich wollte es wieder aufheben, aber jetzt haben wir unseren Ultra Smash komplett. Okay, da muss ich ganz nah dran stehen. Drachenform und raus. Magischer Schwertkämpfer hat auch was. Hat auch was. Muss man sich aber erstmal dran gewöhnen. Gegner fixieren mit Spießsprung. Ich glaube, das betraf uns. Junger Link. Beziehungsweise die anderen beiden. Auf die habe ich jetzt gar nicht geguckt.
Haben wir eigentlich Junger Link oder Toon Link gespielt? Weil, in die Beschreibung habe ich Toon Link geschrieben, aber es kann sein, dass wir Junger Link waren. Naja. Ich glaube, wir waren Junger Link, aber ich habe es als Toon Link behandelt. So, Konterangriff. Zack. Hochangriff, okay. Den hatten wir nämlich noch nicht gesehen. Ich muss dich nicht mit meinem Ultra Smash erledigen. Wenn ich es will, kann ich es. Achso, ne, das ist ja der falsche Weg. Wir wollten ja eigentlich auf die Uhr gucken. Beziehungsweise, was die Eule uns zur Uhr sagt. 12.10 Uhr! Okay, also ich dachte, das liest die Zeit der Switch aus und nimmt das, aber es ist ja nicht die Zeit, die wir sprechen gemeint, die Zeit, um die wir sprechen. Sondern tatsächlich die Zeit, die sie sagen. Und die haben uns diese Zeit gesagt. Die Typen runterzuschmeißen wird nicht gerade einfach. Leicht. Oh Gott. Haben wir hier höhere Fallgeschwindigkeit? Kann das sein? Die lassen sich nicht recht runterhauen. Und ich muss sagen, Corrin ist nicht ganz mein Charakter. Er hat zu stationäre Angriffe, sage ich mal. Also wirklich sich gut mit ihm bewegen geht anders. Also sich gut bewegen geht insgesamt anders. Hier hinten ist aber eigentlich eine gute Position. Ach, ich musste nur ihn raushauen. Ich musste gar nicht Schalk raushauen, sondern nur Dunbin. Das ist gut. Dann bedienen wir uns mal am Inhalt der Kiste. Wandbild-Link. Den kann man auch noch evolutionieren. So viel, was man noch evolutionieren kann. So, jetzt wissen wir ja Bescheid. Die Zeit, die sie sprechen, ist 12.10 Uhr. Oh, das Rätselsignal von The Legend of Zelda. Impa! Ja, was sagt das so groß für uns jetzt aus? Eigentlich gar nichts. Ich weiß nämlich nicht, wir müssen hier wahrscheinlich alle Wege abgehen, um das Triforce zusammenzusetzen. Oh, ich mag das Lied. Also, wie gesagt, guckt euch mal von Nate Wants to Battle die Musik zu The Legend of Zelda an. Hört euch, der hat ein Album zu. Hört euch das mal an, da ist unter anderem eine gesungene Version von diesem Lied dabei. Ich weiß nicht, ob es zu den Liedern Original-Liedtexte gibt. Ich nehme mal an, das nicht. Deswegen verweise ich so stark auf ihn. Wenn das natürlich ein Original-Liedtext wäre, dann würde ich euch natürlich auch raten, das Original anzuhören. Aber da ich glaube, dass sie im Original keine Liedtexte haben, verweise ich euch mal darauf.
So, jetzt, ja, jetzt öffnet sich da unser Weg. Und jetzt kriegen wir da unseren nächsten Charakter. Eventuell sogar den Charakter für morgen. Aber erstmal müssen wir an Vesprit, Tobutz und Selfe vorbei. Gegen Mewtwo. Klein Mewtwo. Und die sind trotzdem fast so groß wie wir. Aber es sind immerhin nur drei. In Anführungszeichen nur. Wir nehmen auch fast keinen Schaden mehr von Gegnern. Sind wir... Ist das, liegt das an unserer Skillung, oder? Oder liegt es einfach hier am Kampf selber? Weil abkriegen tun wir ja eine ganze Menge. Aber trotzdem hält sich der Schaden extrem in Grenzen. Wenn man mal bedenkt, wie viel Schaden wir anrichten, wenn wir hier einmal die Gegner treffen. Und wie viel wir auch heilen. Gut, wir haben auch erhöhte Heilung durch Essen. Aber ich will mich ja eigentlich nicht beschweren. Ist Mewtwo 1? Ne, Mewtwo 1 ist immer noch nicht draußen. Ich hätte euch gerne... Habe ich euch zu zweit erwischt oder habe ich nur einen erwischt? Ich habe euch zu zweit erwischt. Das ist schön. Ach, und das eine Mewtwo wurde jetzt geheilt. Aber wir haben ja zum Glück noch so einen zweiten Smash. Sternstab stecken wir uns mal in die Tasche. Sternzepter. Man weiß nie, wann man es braucht. So, jetzt können wir endlich mal die Griffe machen. Ich finde ja seine Verwandlung und so weiter eigentlich ganz cool, dass er sich hier in so ein... Ja, ich würde mal sagen, richtig... Es sieht aus wie eine Mischung aus Einhorn und Drache. Es soll aber wahrscheinlich ein richtiger Drache sein. Der Wasserschuss ist ja an sich ganz okay, aber die Banane ist stärker. Und wenn eine Banane schon stärker ist als der eigene Angriff, dann heißt es schon was. Aber Zelda ist jetzt auch nicht der Charakter, mit dem ich spielen will, außer ihr wollt sie sehen. Vielleicht habt ihr mir jetzt noch einen Charakter drunter geschrieben. Das erste Triforce ist da, okay. Bedeutet wohl, den ersten Abschnitt haben wir geschafft. Da oben geht es ja noch weiter. Da drüben ist das Masterschwert, aber das Masterschwert kann man doch, glaube ich, nur ziehen, wenn man das Triforce hat, oder? Oder kann man das Masterschwert ziehen, wenn man einen Teil des Triforce hat? Jacob oder Jakob, weiß ich nicht. Ich denke mal eher Jacob. Oh, geflügelter Panzer. Der hat auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlt. Und sie schmeißt sich hier eher selbst ins Unglück. Okay, das Ding habe ich jetzt arg vergrößert. Diese Hotheats helfen mir ungemein. Marios Ursprünge, ja. Marios Ursprung. Gucken, was hier ist.
Man erwartet das Erscheinen eines Helden. Da ist er, Sonic, den können wir nächstes Mal spielen. Mit dem kann ich nämlich überhaupt nicht. Also ist das so ein Charakter, mit dem wir durchaus nächstes Mal machen können. Nochmal umdrehen. Das muss ich besser timen mit diesem Verteidigungsschlag. So. Hätte mir gewünscht, dass Sonic direkt drauf geht. Aber wollte er nicht. So, jetzt nehme ich mein Laserschwert. Wenn mein magisches Schwert nicht funktioniert, dann halt die Kraft des Laserschwertes. Aber wir kriegen hier auch extrem viele Lernjuwelen. Da können wir bald nochmal ein Level up machen. Können wir wahrscheinlich jetzt schon. Oder? Wissensbaum. So, da will ich hin. Schuss-Items. Und weniger Schaden. Angriffe hoch. Also wenn wir wenig Schaden haben, dann sind wir stärker. Und wenn wir mehr Schaden haben, sind wir schwächer. Macht ja auch Sinn. Weil wenn man unverwundet ist, kann man mit voller Kraft kämpfen. Wenn man schon wie hier bei der eine bei den Ritter der Kokosnuss schon alle Gliedmaßen verloren hat und immer noch kämpfen will, dann ist man halt nicht mehr so kampfbereit. Auch wenn man es gerne wäre. Der da schon wieder. Ich habe überhaupt nicht durchgeblickt, was passiert. Ich habe einfach nur draufgehauen. Aber unten am Leben hat man gesehen, dass irgendwas auch, was meine Gegner betrifft, passiert. Ich wollte dich werfen. So, du da erstmal weg. Zelda schmeißen wir gleich hinterher, wenn wir es hinkriegen. Flieht nach hier unten, weil sie genau weiß, unten ist der beste Punkt, um nicht rauszufallen. Aber unseren Ultra Smash kann man da nicht abwehren. Hilda. Kenne ich zum Beispiel auch nicht, weil ich Breath of the Wild nicht gespielt habe. Und ich weiß nicht, Breath of the Wild, es hat halt einen anderen Artstyle. Ich habe aber dummerweise kein Zelda gespielt. Und die sind angeblich alle recht verschieden. Ja, hier kommen wir noch nicht hin. Ich habe also keine Ahnung. Landia. Oh. Diese Gluraks sind nicht so sonderlich langlebig gegen uns. Also so gar nicht. So überhaupt gar nicht. Das war ein sehr einfacher Kampf. Gut, wir werden auch immer stärker. Da ist es kein Wunder. So. Jetzt können wir hier den Kreis wieder schließen, ne? Dann können wir hier den ganzen rechten Bereich machen. Okay. Ich verstehe. Und Pikmin finde ich sehr, sehr gut. Auch wenn die Musik, glaube ich... Ja, die andere Musik, die war, glaube ich, Yoshi, aber... Bereit? Los! Nee, Moment, das war auf Zelda, ich bin so doof. Das war, glaube ich, sogar dieselbe Musik wie vorher. Ich habe aber nicht richtig aufgepasst. Verkackeier mich nicht. Ja,
Habe ich Yoshi wirklich umgebracht oder habe ich ihn aus der Stage gedrückt? Die Viecher können eine Evolution machen, die Brunkkäfer. Muss dringend mal wieder Pikmin spielen. Mach ich vielleicht auch irgendwann mal. Ost-Süd, dann Süd erneut. Schreite den Pfad, den kein Auge erblickt. Ach so, das ist mal wieder so ein Rätsel mit verstecktem Weg. Man soll ja dem Mädchen mit ihren Freunden da machen, aber das wird wahrscheinlich hier die da sein. Nebelalarm. So, habe ich sie beide? So, eine habe ich. Nummer zwei habe ich auch. Ich habe einfach bloß auf die Anzeige geachtet und meinen Angriff dabei geladen. Nebelschutz auf der Stage kann uns völlig egal sein. Celebi. Hier haben wir Migma. Und hier unten Master L. Komm, den holen wir. Der ist mir noch lieber als Migma und bereit? Los! Und ihr werdet nie drauf kommen, wer dieser ominöse Master L ist, wenn ich es euch sage. Ihr seid ganz verwirrt, das ist Luigi. Also ja, hätte man im Leben nicht drauf kommen können. Irgendwas hat ihn erwischt. Bin mir nicht sicher, ob ich es war. Meister L. Ja. Sehr schön. Ist, glaube ich, aus Paper Mario Color Splash. Habe ich hier auch liegen. Wird auch irgendwann kommen mit Pasch zusammen. Woodman! Woodman, guter alter Freund. Aber hier, wir müssen ja alles machen. Damit wir da hinten an den Charakter rankommen. Würde mich dementsprechend freuen, wenn ihr mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da lasst, weil für mich ist jetzt erstmal Pause. Ich habe viel aufgenommen heute, wir haben extrem viel geschafft. Ich brauche jetzt aber wirklich mal ein bisschen Pause, obwohl es noch geht. Also ich könnte theoretisch noch, aber ich möchte einfach mal wieder eine Pause. Würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst. Habe ich jetzt gespeichert? Ich glaube ja. Also lasst mir auf jeden Fall einen netten Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt's Sonic. Also, bis dann, euer Wolf.